So, hallo und herzlich willkommen zum ersten richtigen Teil, sage ich mal, zur Gambling für Dummies Folge. Hier haben wir, by the way, gerade einen extrem nicen Topf. Da beefen sich wohl welche richtig hier extrem geile Knives. Hier Marble Fade, Factory New, Damascus Steel, Slaughter Factory. Da könnte einem fast was in der Hose starr werden. Aber gut. So, ich hatte Probleme, ich hatte Startschwierigkeiten, ich wusste nicht, womit ich anfangen sollte. Ihr habt mir gutes Feedback gegeben. Zu einem eben das, was ich schon gedacht habe, dass eben viele da Bock drauf haben. Und zum anderen so viele Fragen gestellt, dass ich jetzt gar nicht mehr wusste oder mir gedacht habe, so shit, womit fange ich denn jetzt an? Ich will die Folge nicht zu lang machen, bla 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 bla. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit dem Grundprinzip an. Und das heißt eben, mit wenig möglichst viel zu bekommen. Jo, als Beispiel nehme ich CSGO Lucky immer, weil ich, wie gesagt, da am meisten, eigentlich 95% von meinen Sachen gewonnen habe und eben auch am meisten gespielt habe und auch am meisten verloren habe, natürlich. Das wird eine richtige Fusselrederei, aber gut. So, das Wichtigste ist, also wenn jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt am Anfang Budget von $50 oder 50 € ist jetzt mal egal, aus. Wir haben ein paar große Items und wir haben eben ein bisschen kleinen Scheiß. Sag ich mal so ganz einfach. Grundlegend hier ist 15 Items Maximum einmalig reinsetzen. Minimum Deposit ist $3. Also ihr müsst mindestens $3, maximal 15 Items erreichen, um überhaupt in den Pot rein zu dürfen. So. Jetzt heißt natürlich hier mit 50 € kommt man bei so einem Topf nicht weit. Das ist die Schwierigkeit. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich um die Uhrzeit kein perfektes Beispiel dafür bekommen. Will ich auch gar nicht. Und von vorneweg nochmal. Gambelt nur mit Zeug, von dem ihr auch ausgeht, dass ihr es verliert oder ihr damit leben könnt, dass ihr es verliert. Es kann immer schief gehen. Es gibt kein pauschales Rezept. Da muss immer ein Arsch voll Glück mit dabei sein. Hier hat es zum Beispiel einer mit 22% gewonnen. $1619. Ist natürlich richtig geil, aber ist halt auch nicht der Regelfall. Heißt, wenn ihr automatisch mit 5 bis 10% reingeht, heißt es erst, keine Ahnung, dass ihr auch vielleicht in 100 Spielen nicht gewinnt. Genauso kann es sein, dass ihr mit 80, 90% verliert. Ist alles schon passiert, ist alles schon vorgekommen, will ich jetzt nicht zu weit gehen. So, wir haben ja den ersten, der ist im Pot drin. Bei CSGO Lucky gehört dazu, dass ihr hinter euren Namen am besten csgolucky.com hin edit, weil dann müsst ihr mittlerweile nur noch 3% vom Gewinnerpot abgeben. Wenn ihr den Namen nicht eintragt, müsst ihr 10% von eurem Gewinnpot abgeben. Und das kann bei $1000 schon mal ein richtig cooles Item sein. Deswegen auf jeden Fall csgolucky.com hinter euren Namen. Danach geht ihr auf Settings. Also ihr loggt euch ein, via Steam ganz normal. Und geht hier unten auf Save the Settings plus Update, Nickname und Avatar. Erst wenn ihr das gedrückt habt, hat die Seite begriffen, dass ihr das CSGO.lucky, also Dings CSGO.lucky.com an eurem Namen hat und ihr kriegt den Bonus dadurch. Des Weiteren ist ganz wichtig auf dieser Seite, wenn ihr als erstes drin seid, kriegt ihr einen prozentualen Booster von circa, jetzt mal ganz grob erklärt, in die Details unterscheidet sich das noch ein bisschen, aber von circa 5%. Ihr habt also einfach einen gewissen Startbonus für den ersten, der es wagt, in den Topf reinzugehen quasi. Wissen auch viele nicht. Und so, jetzt haben wir hier einen Pot, nehmen wir den einfach mal als Beispiel von $18,58. Ihr habt ein Budget von $50. Es sind natürlich ein Haufen Items drin, die nicht arg viel wert sind, aber das ist gerade gut. Das ist nicht unbedingt interessant für jemand, der jetzt reingeht mit, weiß ich nicht, mit $500 Knife, weil er sagt, okay, den ganzen Trash kann er nicht brauchen. Ist aber auch kein Regelfall. Habe ich auch schon erlebt, dass da jetzt nachher fünf Leute noch jeweils zwei Knives reinlegen, weil die eh wissen, dass irgendjemand nachher reinsniped. Das ist also alles eine sehr verzwickte Chance und das wird auch ziemlich viel jetzt vom Labern her sein, aber ich versuche es einfach so durchzuziehen. Ich werde dafür die Folgen ein bisschen kürzer machen, dass es nicht zu viel wird. Das heißt, ihr seid jetzt zum Beispiel als erstes drin, habt ihr eben mit 3, $4 habt ihr den Anfang gemacht, habt somit einen kleinen Boost, einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen im gleichen Wertsystem. Hier hat jetzt einer zum Beispiel schon eine Corticera mit $5, was jetzt schon ziemlich viel ist, in so einem kleinen Topf reingepackt. Dann sind wir jetzt bei 32. Jetzt läuft ja ein Timer ab, eine Minute.
Und hier müsstet ihr spätestens 40 Sekunden bis 35 Sekunden, je nach Tagesuhrzeit und Traffic auf der Seite, reingehen mit eurem Maximum-Bet zum Beispiel. Dass ihr quasi auf 55, $45 wären es noch ungefähr, wenn ihr $5 drin seid als erstes und würdet $45 reinschmeißen. Und dann hättet ihr quasi eine Chance von 60% derzeit, weil hier $40 komplett im Topf sind. Das teilen sich vier, fünf Leute, inklusive eben du selber. Und ihr geht dann jetzt zum Beispiel rein, wie der jetzt, oder kommt jetzt rein mit $45, dann seid ihr insgesamt mit $50 eben drin, bei einem Topfgröße von 64, in dem Fall dann 100, $10 circa, schlagt mich jetzt noch drauf fest, habt ihr 50% Gewinnchance auf den Topf, plus den Booster, dass ihr als erstes drin seid, circa 5%, plus noch Adams Riese, Arschlochlack und Fickenpisse, Schweinelack, dann wärt ihr hier bei jetzt in diesem Topf bei 55 bis 60%. Und jetzt gucken wir mal, wer hier gewinnt. Wäre natürlich blöd jetzt. Ja gut, das ist das Beispiel anhand von dem. Jetzt hat einer mit 20% gewonnen. Aber es ist auch niemand drin mit 50%. Das sind jetzt hier 10 Leute mit jeweils einem kleinen Wert drauf. Das heißt, die teilen sich in das Kuchenstück rein. Und wenn ihr dann mit einer großen Masse reingeht, hättet ihr einfach die Gewinnchance von circa 60%. Und die anderen würden sich den Rest einfach teilen. Ich hoffe jetzt mal, das ist jetzt alles nicht zu viel. Ich rede hier am laufenden Band. Natürlich, immer wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich werde es jetzt auch mal fürs erste Mal schon so lassen. Es ist schwierig, das zu zeigen anhand von irgendwelchen imaginären Beispielen. Ich will jetzt hier auch nicht selber gamblen und es zeigen. Darum geht es hier nämlich gar nicht. Ich will nur erklären eben und auch meine Erfahrungen preisgeben. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video ist, aber es ist. Ihr werdet es merken, wenn es euch anhört, es ist geballte Ladeinfo. Und ja, aber so in dem Dreh hab ich Erfolg gehabt, gerade auch in dem kleinen Bereich, also wirklich in dem Bereich von, wenn ihr 50 € als Startguthaben habt, kann genauso schief gehen. Es kann sein, es verliert jetzt der mit 5% oder mit 10% gewinnt und ihr seid am Arsch, habt einfach 60% trotzdem verloren. Deswegen habe ich auch gesagt, da gehört noch ein Arsch voll Schweinelack dazu. Das hatte ich mehrmals. Da gibt es kein Pauschalrezept und da gibt es auch keine Taktik, wo das 100% funktioniert. Und wenn euch irgendjemand irgendwas erzählen möchte, von wegen, oh ja, er hat den Algorithmus rausgefunden, weiß genau, wann ihr wo reingehen müsst, das ist vollkommener Quatsch. Es gibt es nicht. Der will euch irgendwie austricksen, keine Ahnung, und erzählt euch die Story vom Pferd, habe ich alles schon erlebt. Leute adden ein und keine Ahnung, wollen Zeug zurück und wollen mit dir abteamen, also wollen zusammen scamblen, alle direkt ignorieren. Macht so einen Scheiß nicht, vergisst es einfach und bettelt auch nicht bei anderen. Ich habe in meiner ganzen Zeit, egal was ich verloren habe, ich habe bei niemandem gebettelt, um meine Skins zurückzubekommen. Das gehört sich einfach nicht. Das ist, weiß ich nicht, das mag ich nicht, werde ich nie tun, habe ich nie gemacht, keine Ahnung. So, ich glaube, ich habe jetzt mal für die erste Folge genug geschwafelt. Ich bin extrem gespannt auf euer Feedback. Ich werde jetzt, wenn jetzt das Feedback auf das Video gut ist, wenn ihr sagt, okay, das ist verarbeitbar, das ist nicht zu viel, das ist keine Ahnung was, ihr habt es euch anders vorgestellt, schreibt in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet. Dann werde ich eben wieder auf die Kommentare eingehen, was ihr jetzt noch für Fragen habt, um das irgendwie noch ein gewisses System zu geben. Und dann werde ich versuchen, wieder öfter so Videos rauszuhauen. Und ja, ich cut's jetzt ab, ich habe genug geredet, ich. Bin gespannt, wie es ankommt. Jo, ich bin auf euer Feedback gespannt. Haut rein, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.